Wir haben uns nun verdient, dass wir uns Archivar schimpfen dürfen. Aber die zwei Gesellen hier vorne, ich glaube, die haben auch noch eine Fortbildung für mich. Das würde mich nicht wundern. Fragen wir sie doch mal, ob es noch mehr gibt, was wir wissen sollten oder könnten. Ich arbeite an etwas, das euch aus den Socken haut. Wenn ihr hier seid, um Methoden der Vergangenheitsforschung zu besprechen, habt ihr eine neue Heimat gefunden. Unser Anführer Edward ist ein wenig exzentrisch, aber macht euch darüber keine Gedanken. Er hat viele Jahre traditionellen Trainings hinter sich, was seinen Verstand offener für neuere, fortschrittlichere Forschungsmethoden gemacht hat, die sie vielleicht inzwischen gefunden hat. Technoseen, Drachenschädelinsel, Igiras Wacht. Ah, das ist jetzt spezifisch auf die Gebiete, die wir dann freischalten? Schauen wir doch einfach mal. Ich habe meine Sensoren auf Relikte der Draktür eingestellt und sie haben einen neuen Ort für unsere Untersuchungen vor der östlichen Küste der verbotenen Insel markiert. Die hiesigen Dragoniden nennen ihn die Drachenschädelinsel. Ominös, oder? Ihr habt doch keine Angst, oder? Trefft Senator bei der Drachenschädelhöhle auf der verbotenen Insel. Es gibt immer was zu finden. Und auch bei Igiras Wacht. Von allen Orten deuten meine Sensoren ausgerechnet auf einen interessanten Ort in der Zaralek-Höhle hin. Bringt auf diese Exkursion am besten eine Waffe mit. Oha, ja, ihre Igiras Wacht ist... Da ist es schon ein bisschen heißes Pflaster. Meine ersten Untersuchungen deuten auf die Anwesenheit von Lava und Jaradin hin. Trifft Senator bei Igiras Wacht in der Zaralek-Höhle. Es gibt bestimmt eine. Und mal gucken, wo er uns hier. Nein, ist ja auch eine Sie, wo sie uns hinschickt. Es gibt nichts Besseres, als im Dreck zu stehen und zu wissen, dass es sich direkt unter euren Füßen, ein kleines Stückchen Geschichte verbergen könnte. Nein, das ist ganz woanders. Blick von Neltharion hat sie. Ein Nivenkollege von mir hat mir Untergrundinformationen über einen unterirdischen Turm gegeben. Unterirdischer Turm. Er ist verlassen und liegt mitten in der Zaralek-Höhle zwischen Luam, den Jaradin und diesem garstigen Labor von Neltharion. Packt eure Lieblingsschaufel und trefft mich dort. Okay, dann wäre das auch da unten. Und wir haben ein uraltes Fischerdorf in der Nähe der verbotenen Insel entdeckt. Es ist ein kleines Eiland vor der nordwestlichen Küste mitsamt eigener verfallener Brücke. Ihr findet mich dort, wenn ihr weiter im Dreck buddeln wollt. Also doch, es sind zumindest geografisch beieinander liegende Orte. Dann gucken wir uns das doch mal an. Und mich würde nicht wundern, wenn wir mit den beiden fertig sind, nachher auch wieder mit unserem Platzangst-Professor reden müssen. Gucken wir mal auf der Karte, wie das aussieht. Also einmal haben wir hier einen Spot. Ah, das ist hier bei den Anglern. Oh ja, und ganz da drüben. Okay. Und in der Höhle wäre es einmal ganz gefährlich. Man sieht gar nichts vor lauter Weltquests. Also hier. Das ist nicht ganz so gefährlich. Aber das andere. Igiras Blick müsste ja hier irgendwo sein. Oh, ich glaube, ich muss erstmal ein paar Weltquests machen. Damit wir eine bessere Übersicht haben. Ja, muss ich sowieso. Oh, wieder ein kleines Zelt. Und ein Ortungsgerät. Wir gucken mal, was wir hier machen sollen. Wir finden, katalogisieren und erhalten Artefakte. Was könnte mir über die Geschichte dieses Ortes berichten? Hat sie das schon mal erzählt? Lange bevor es auf der Insel etwas Schlimmes, geschah, hatten die Drachen hier ein kleines Fischerdorf. Davon sind nur noch Ruinen übrig, salzverkrustet und halb im Meer versunken. Aber die Tatsache, dass die Insel so lange isoliert war, bedeutet nicht, dass hier keine Plünderer zu Werke waren. Wir hatten Glück und es waren noch einige Artefakte übrig, die uns Aufschluss darüber geben könnten, wie diese uralten Drachkin gelebt haben. Und die Geologie?
diese kleine Felsinsel besteht aus Granit, der sehr hart, aber auch sehr brüchig ist. Wir werden nicht sehr tief graben können, aber das macht nichts. Was wir suchen, sollte sich unter dem Geröll oder der oberen Erdschicht verbergen. Diesen Granit durchdringt nichts. Das ist eigentlich sogar gut. Dann weiß man bis dahin und dann findet man eh nichts mehr. Weil wir aber so weit draußen auf dem Ozean sind, wird dieser Ort von den Elementen heimgesucht. Salzhaltige Winde, riesige Wellen, Stürme. All das kann den archäologischen Aufzeichnungen schaden. Ganz zu schweigen davon, dass es unvorsichtige Archäologen aufs Meer hinausfegen könnte, oha. Mein Windelementar kann euch helfen, indem er Erde und Salz von euren Funden wegbläst. Das wäre natürlich praktisch, aber wir müssen wahrscheinlich trotzdem noch irgendwas machen, was heikel ist. Ihr habt es geschafft. Die Seeluft macht einen richtig wach. Ich werde euch in meiner These erwähnen. Sagt, wenn ihr etwas Nichts findet. Bringt einen besser in die Stimmung zum Graben wie eine steife Meeresbrise. Wir stehen hier in den Ruinen eines uralten Fischerdorfes der Drachkin. Diese Drachkin waren die Vorfahren der blauen Drachkin, die heute auf der Insel leben. Es ist nicht unbedeutend, aber durch seine abgelegene Lage bleibt es relativ unberührt von Schatzjägern. Wenn es hier etwas gibt, das sich das Meer noch nicht geholt hat, dann werden wir es finden. Sprecht mit Roska, um mit der Ausgrabung zu beginnen und grabt dann Artefakte am Abhang. Bei der Ausgrabung ist immer Platz für euch. Mit Hut. Mit diesem Kerl sollte es kinderleicht sein, sich an der Klippe zu bewegen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid zu graben. Na, dann wenn mal ihr los. Euch gerne die Hände schmutzig ich macht, werdet ihr uns gut verstehen. Was sagt ihr? Sollen wir den Ort mal etwas zum Erdbeben bringen und schauen, was er so ausspuckt? Ja, mach mal. Sie steht doppelt da. Ja gut, jetzt sollen wir also wieder hier herumspringen. Machen wir mal da hinten. Müssen wir jetzt wieder... Ja, zwei Funde müssen wir finden. So, wo haben wir es denn? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich habe schon aufgestellt, mein Totem. Wo ist es? Nochmal. Ach, im Berg. Ja, gut. Jetzt puste mal die Sachen weg. Okay, die Stelle war nicht so gut. Probieren wir eine andere. Sieht man das an der Größe eigentlich nicht, ne? Das ist klein. Wir hatten ja mal so eins, wo wir dann richtig gesehen haben, dass es so voll fett ist, aber nö, die sind alle irgendwie gleich, ne? Steh mal nicht immer drin in deinem... Oh, jetzt. Oh, wir haben was gefunden. Ja, dann... puste mal. Ja, ja, ja. Das ist schon ganz gut so. So, was haben wir denn hier? Was können wir denn hier dagegen? Ah, Wasser. Ja, wir haben eine Vase gefunden. Etwas Grünes, beflecktes Honigsignier. Zerbrecht dieses Relikt in eine kleine Menge an mysteriösen Fragmenten. Ah, da kriegt man dann die Währung. Die Draktür scheinen sich die Idee für Kornschmuck von den von ihr, ihnen hier lebenden Drachkin abgeschaut zu haben, vor ihnen. Okay, also das ist so ein Ring, den sie an den Hörnern hatten. Den könnte ich jetzt... Ich könnte es auch verkaufen. Oder eben auseinandernehmen. Ich heb's mal noch auf. Ich glaube, wenn man den Bogen mal raus hat, ist das gar nicht mehr so wild mit dem... Mit diesem Ping-Pong.
Ich habe gar keinen Balken. Oh, der kommt ja erst, wenn wir einen Schatz finden. Stimmt. Oh nein, ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht noch das Walking dazu, aber okay. Okay, dann ist nur noch da unten, glaube ich. Obwohl. Ich glaube, wir haben bloß noch nicht alle gelben Punkte gesehen. Werden wir gleich wissen. Einmal bitte pusten. Ein Stein. Nur ein Stein. Also müssen wir doch noch mal anders schauen. Hier weiter hinten vielleicht? Nee, hier ist nichts mehr. Und da auch vorne auf der Brücke. Da drüben. Ja, hier ist noch eine Stelle. Eine gute Stelle. Aha. Ja, dann puste mal. Okay, wir brauchen ein bisschen Wasser, aber hier ist keins. Das ist schon alleine trotzdem. Primitive Spielzeugentchen. Süß. Für jemanden war dieses Spielzeug von so großer Bedeutung, dass es sicher zwischen anderen Schätzen und überlebensnotwendigen Dingen verwahrt wurde. Och, wie süß. Aha, und jetzt kommt noch ein großer Fund. Den hat es natürlich für am Schluss aufgehoben. Damit wir erstmal so ein bisschen reinkommen können. Blöde Stelle hier irgendwie. So, ich positioniere mich schon mal ein bisschen anders. Oh! Quest. Intakter Drachenvorrat. Das Fass ist salzverkrustet und unter Schutt begraben, aber erstaunlich unbeschädigt. Stimmt, wir hatten ja in den Ebenen auch die Quest dann mit den Zentauren. Es sieht nach einem alltäglichen Behälter aus, in dem die Dorfbewohner Waren gelagert haben. Aber hier hat seit Tausenden von Jahren niemand mehr gelebt. Könnte da noch was drin sein? Roska will sich das bestimmt ansehen. Recht mit Roska. Ach, wir dürfen so nah am Grabungsort wieder nicht fliegen. Damit wir nichts zertrampeln. Oh, wo ist sie? Sie steht da vorne, oder? Oder war sie eigentlich... Sie war eigentlich schon da. Okay. Sie steht schon da. Noch so viel Vergangenheit auszugraben. Oskar pfeift beeindruckt. Wir haben dieses Freundchen gerade rechtzeitig gefunden, was? 100 Jahre später und es wäre Fischfutter. Ja, dann wäre es wahrscheinlich hier reingerutscht gewesen. Schickt mir einige Leute vorbei. Wir können immer mehr Hände brauchen. Und jetzt? Ach, okay, das wir müssen Beste wieder reden. An meiner Arbeit ist, unsere Funde nach Hause trocknet dieses klatschnasse Ding mit meinem Totem, aber seid vorsichtig. Zu trocken und es bricht. Setzt diese Wasserfontänen ein, um es wieder zu befeuchten. Grabt nur, wenn die Bedingungen genau richtig sind. Trocknet es, bevor unser Fund ins Meer gespült wird. Oh nein, könnte es tatsächlich verschwinden? Könnten wir es zerstören? Wäre ja fatal. Aber ich glaube, das ist eher diese 5 Minuten, ne? Also irgendwie ist das an solchen Stellen doof mit dem Totem. Oh, jetzt. Oh, ich hätte mich zum Wasser stellen sollen. Jetzt. Nein, jetzt ist es wieder zu trocken. Eigentlich müsste man das Totem immer so hinstellen,
man sich gar nicht groß bewegen muss. Und also so und... Ja, genau, das geht. Kommen wir dann auch dahin? Und dann kann man gleich hier stoppen wieder und dann da weitermachen. Oh, hackt sie weiter? Sie hackt weiter. Oh Gott, wir haben... Haben wir das jetzt kaputt gemacht? Nee, wir haben nur 10% geschafft. Ja, aber ich dachte, das Totem... Ah nee, wir haben 5 Minuten Zeit, ne? Ich dachte, das Totem... Nein, das Totem ist weg. Aber ich habe nur 10%. Ein durchnässtes Artefakt kann man nicht ausgraben, trocknet es. Ja, aber ich kann nichts mehr machen. Oder sagt sie das eh ständig? Ich glaube, sie meckert jetzt mit mir, oder? Und erhalten Artefakte. Oh, da steht noch was. Was könnt ihr mir über diesen unglaublichen Hund sagen? Nach Hause zu bringen. Dieser Hund muss tausende von Jahren in einem Keller gelagert worden sein und kam erst an die Oberfläche, als die Brücke einstürzte. Er ist natürlich nicht so beeindruckend wie die anderen Sachen, die wir ausgraben, aber wer hat denn unter einer Brücke einen Keller? Hä? Es ist nicht so beeindruckend wie die anderen Sachen, die wir ausgraben, aber gewöhnliche Funde sind aus anderen Gründen aufregend. Wir werden herausfinden, was sie für wichtig genug hielten, um es zu lagern, und vielleicht finden wir heraus, wie sie ihr Essen oder ihren Wein herstellten. Das hier sind Einblicke in die Leben des einfachen Volks. Aber zuerst müssen wir unseren Fund aus allem diesem Schutt holen. Ja, wenn ich ihn nicht schon geschrottet habe... Hallo? Bei der Ausgrabung ist immer Platz für euch. Wow, Luna, nicht nur ist dieses Lager intakt, es ist auch noch mit etwas anderem gefüllt als Meerwasser. Stellt euch vor, wir finden darin Ur-Ur-Omas Marmeladenrezept, das seit Jahrtausenden von Jahren verloren war. Ja, die Leute hier werden das lieben. Schickt mir einige Leute vorbei. Normalerweise versuchen wir es zu vermeiden, Artefakte aufzubrechen. Aber ich glaube, in diesem Fall können wir mehr vom Inhalt über die Vergangenheit erfahren, als wenn wir nur ein versiegeltes Fass anstarren. Allerdings brauchen wir dazu erst die Genehmigung einer bestimmten Person. Immerhin geht es hier um ihre Geschichte. Ich glaube sogar, dass sie die einzige Person ist, die persönliches Interesse an diesem Fund haben könnte. Ich werde das die Klippe hochbringen. Fragt ihr doch Atrenosch Hagelstein, ob sie zusehen möchte, wie wir es aufbrechen. Findet Atrenosch Hagelstein und fragt sie, ob sie den Behälter mit euch öffnen möchte. Ich werde euch in meiner These erwähnen. Wo ist die? Natürlich im Stützpunkt. Ja gut, aber nicht aufmachen ohne uns, okay? Willkommen auf den Dracheninseln. Wir teilen unsere archäologischen Funde, beziehungsweise unseren... Nee, wir teilen überhaupt mit, dass wir etwas Archäologisches gefunden haben. So. Bekämpft das Chaos. Also gut, ich schätze, dass ich einen Blick drauf werfen möchte, aber mir würde es... Außer mir würde es wohl keiner wissen. Würde es helfen, wenn ich mitkomme? Ja, ich denke, das würde helfen. Dann machen wir uns doch gleich auf den Weg. Trefft uns dort, Luna. Hä? Würde es helfen, wenn... Was weiß ich. Ich schätze, dass ich einen Blick drauf werfen könnte. Außer mir würde es wohl keiner wissen. Wie was wissen? Was das sein könnte, oder wie? Vielleicht. Dass wir diesen Ort eines unserer Zuhause genannt haben, aber seit Jahrtausenden von Jahren niemand von uns hier gewesen ist. Hey, da ist unsere Ausgräberin der Stunde. Knacken wir das Ding, dann wird es eine ordentliche Heimkehr. Ist das saubere archäologische Arbeit? Normalerweise nicht, aber wir werden mehr erfahren, wenn es offen ist. Wir haben schon ein bisschen komische Art und Weise hier, sich auszudrücken. Okay, wir machen trotzdem... Ich darf aufmachen? Wir machen auf. Das scheint Honig zu sein. Uralter blauer Honig. Haha, an diesen Klippen sind einst überall blaue Lilien gewachsen. Ich frage mich, ob der Honig noch gut ist. Honig ist bekannt dafür, unter den richtigen Bedingungen ewig haltbar zu sein. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Im schlimmsten Fall könnt ihr einen verdorbenen Magen sicherlich heilen.
Ja, wozu sind es Heilschwingen? So, tatsächlich. Blau sieht aber sehr flüssig aus, oder? Ich meine, wenn der Honig so alt wäre, dann wäre der bestimmt kristallisiert, oder? So ausgezuckert. Man könnte ihn natürlich noch essen, aber er wäre dann so ganz hart, ne? Noch so viel Vergangenheit auszugraben. Deswegen machen wir das, was? Die Leute in Verbindung mit ihrer Vergangenheit zu bringen, ihnen das Gefühl zu geben, Teil von etwas Größerem zu sein. Es ist leichter zu wissen, wohin man will, wenn man weiß, woher man kommt. Okay, jetzt können auch wir hier graben. Schaltet die Weltquests der Archive von Azeroth am Sitz des Schwingenfürsten auf der verbotenen Insel frei. Sagt, wenn ihr etwas findet. Oh, salzig. Und sie lacht. Aber mehr sagen sie nicht mehr. Und wir haben... Nö, wir haben Waldrakenabkommen bekommen. Aber es scheint im Moment hier eine Weltquest zu geben. Sonst wäre die ja sofort aufgeploppt, oder? Dann gucken wir jetzt mal hier drüben, was wir mit Techno-Seen erreichen können. Ibissian steht immer noch hier. Warum stehen die beiden noch hier? Das ist uralt. Fangen wir an. Die dürften hier eigentlich gar nicht mehr rumstehen. Wir wollen ja von denen auch nichts mehr, aber okay. Ich glaube, die haben da vergessen, was aufzuräumen. Renata, es ist hier ein denkwürdiger Ort, ja? Ich fühle mich in den Archiven. Meine Sensoren schlagen aus, wenn sie Höhleneingänge in der Nähe erkennen. Was wir suchen, befindet sich bestimmt darin. Unseren Kollegen zufolge wurden in dieser Höhle angehende Schuppenkommandanten geprüft. Ja, das haben wir schon erfahren. Entschuldigt, entweder wurden sie hier geprüft oder beigesetzt. Die Prüfungen waren so schwer, dass es meistens aufs Gleiche hinauslief. Wir suchen nach einem uralten Schuppenkommandanten, der in unseren Aufzeichnungen als die gespaltene Klinge bezeichnet wird. Ein vielversprechender junger Drakteur, dessen Zukunft irgendwo in der Nähe dieser Höhle abrupt ein Ende fand. Vielleicht finden wir heraus, wie seine Geschichte endet. Also nicht in der Höhle, sondern hier draußen irgendwo. Findet die drei Abstimmungsrelikte. Setzt die Brille auf und aktiviert den Seher-Modus, um mit der Suche zu beginnen. So, dann gucken wir mal. Also ich nehme... Nö, es ist schon in der Höhle, ne? Oder oben. Blöd, wenn man da irgendwie rumkämpfen muss. Warte mal. Weil sie vorhin gesagt hat, aber wahrscheinlich schon in der Höhle. Wenn ich jetzt fliege, ist es dann weg? Ja, dann geht's weg. Gut, also... Es muss was sein, wo wir zu Fuß hinkommen. Und das kann wohl nur die Höhle sein. Weil hier kommen wir ja nicht weit und da auf der anderen Seite auch nicht. Gut, dann halt doch hier drinne. Müssen wir uns aber einen Weg ja durchkämpfen. Ja, es ist nicht so immer so einfach wie da, wo wir vorhin einfach nur die Nester ausräubern mussten. Also bis jetzt haben wir auch noch kein Strichle. Am besten gehen wir mal außen rum, würde ich sagen. Weil ich könnte mir schon vor... Ups. Wieso wird das rot? Nur weil ich jetzt hier einen Zorn aktiviert habe. Wahrscheinlich. Wir nähern uns. Die Richtung stimmt schon. Nicht mal so schlecht. Wir sind gleich da. Nein, nein, nein. Hier, hier, hier. Da irgendwas. Nee. Da auch nicht. Ich glaube, hier unten eher, oder? War ich? Ah, da drinne. Das kann sein.
Für den Erdrichter! Finsternis verschlinge euch! Ja, hier sind wir gut. Nur noch finden, was wir... Das Fernrohr, erinnert ihr euch? Dass ich noch gedacht habe, das Fernrohr ist doch bestimmt für irgendeine Quest, das liegt doch da nicht so einfach nur so rum. Und tatsächlich, wir brauchen es hier. So, jetzt haben wir diese Ecke schon. Ah, vielleicht sind die sowieso jetzt überall da in diesen Höhlen, wo wir diese Kommandanten töten mussten. Aber diese Resonanzdinger sind nicht mehr da, oder? Die wir bei der Quest hatten. Guck mal, hier ist ja wieder so ein... Ja, guckt mal. Und dann schlägt auch schon unsere Anzeige wieder aus. Nein, wirst du nicht. Du liegst schon wieder tot da. So, gucken wir mal, was hier ist. Totenköpfe vielleicht. Irgendein besonderer Gegenstand. Hier hinten. Was ist das? Irgendein Messer. Eine schartige Klinge. Gut, dann gucken wir jetzt noch. Weiß gar nicht, wo waren wir noch nicht? Da, eher hier, da irgendwo, ne? Na doch, hier sind die. Gedacht, man sieht sie gar nicht. Oh, wir nähern uns. Ah, dann hier drin wahrscheinlich. Doof, dass sich das immer mit eingefärbt wird, aber okay, ich werde halt... immer ganz rot. Also das Blut nicht. Da, auch nur ein Fleischklops. Kleine Krabbe. Wir sind aber auch gar nicht an der richtigen Stelle, sehe ich gerade. Wir müssen irgendwie noch mehr hier rum. Ja. Wir waren gar nicht richtig. Ach, wir hätten gar nicht da runter gemusst. Es ist hier irgendwo. Oder es ist wieder unten drunter. Mal hochkommen wir. War ganz da hinten. Da! Ah. Ah. Ein Messer. Hä? Läuft das irgendwann mal aus? Wird nur eine bestimmte Zeit, oder? Ach, auch 5 Minuten. Okay, gerade schon gewundert. Okay, da gibt's auch noch einen Schatz. Dann bringen wir es mal zurück. Aber keinen Archivarschatz. Wir haben es gefunden. Hm? Ah, gebt sie her. Dann kalibriere ich eure Brille. Nachgedacht. Gut, die Brille sollte kalibriert sein. Sieht aus, als wäre der Zusammenflusspunkt direkt hier auf dem Vorsprung. Was wohl mit ihm geschehen ist? Beobacht die Szene aus der Vergangenheit. Es gibt bestimmt eine technische Lösung. Ich weiß jetzt zwar nicht wo, aber egal. Wir werden es gleich sehen. Aber Red, endlich einen Moment zum Ausruhen. Der Erdwächter verlangt, dass ihr sterbt, Draktür. Was? Ach, das heißt, die sind gar nicht gescheitert, sondern die, die er nicht haben wollte, die wurden einfach abgemurkst und dann wurde behauptet, naja, die haben halt ihre Prüfung nicht geschafft oder ihre Ausbildung. Die waren zu schwach, sind im Kampf gefallen oder sowas. Aha. Die Geheimnisse der Zentara blickt ernst in die Ferne. Streitkräfte des Erdwächters verfolgen einen der ihren? Was sie wohl vorhatten? Ja, was wohl, das war doch eindeutig. Es gibt immer was zu gerade in dem Moment, als er alleine war. Sie müssen ihn unbemerkt aus der Nähe beobachtet haben. Könnt ihr die Höhle am anderen Ufer überprüfen? Diese Flunker sind berüchtigte Horter. Wenn die Dragoniden etwas zurückgelassen haben, könnte es immer noch dort sein. Durchsucht Flunkerschätze nach Gegenständen von Neltarion-Agenten. Bringt mir was Glitzerndes mit.
Wo, da drüben? Könntest ja mitkommen und suchen helfen. Und dann muss ich nicht wieder zurückfliegen. Und naja, egal. Hier. Ah ja, da sind sie tatsächlich. Gelbe Flunker. Ah, hier sind Schätze, tatsächlich. Aber ich glaube, der mag das nicht so gern, wenn wir in seinem Goldhaufen rumkusteln. Ich glaube, wir müssen den erstmal beseitigen. Was ist das denn? Schriftrollen. Das ging aber jetzt fix. Wir haben gleich den richtigen gefunden. Aber wir können es nicht lesen. Papierfetzen, das zerfledderte Pergament dieser Schriftrolle zerfällt. Hier. Anweisungen für Neltarion-Agenten. Diese uralte, stark beschädigte Schriftrolle trägt Neltarions Siegel. Erledigt jeglichen Draktyr-Aspiranten, bevor er die Prüfung abschließen kann. Nicht einmal mein eigener Drachenschwarm soll davon ausgenommen bleiben. Nichts wird meiner Schöpfung im Weg stehen. Hä? Jeglichen? Aber ein paar hat er doch gebraucht. Er kann doch nicht alle abmuxen. Für seine Armee. Oh mein Gott. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Die zwei Sachen sind mir übrigens jetzt geblieben. Wir könnten die jetzt tatsächlich erlegen. Blub. Blub. Aber das ist schon eine Währung, oder? Wir haben das jetzt nicht im Gepäck. Ja, hier. Mysteriöses Fragment. Dann verstehe ich nicht, wieso man das immer abpacken kann. Gibt's ein Cap? Nö. Oder kann man das dann irgendwie seinen Twinks schicken? Vielleicht das? So, mal lesen, was da im Tooltip steht, ob da noch was steht. Oder ihr wisst es und könnt es mir sagen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich arbeite. Habt ihr die an Höhle etwas, überprüft? Ja, und etwas wird gefunden. Sogar genau das, nachdem wir gesucht haben. Es gibt immer was. Wunder zu über Wunder. Was habt ihr gefunden? Ja, hier, die Schriftrolle. Es wird freigeschaltet. Grabung auf der Drachenschädelinsel. Neltarion schickt Agenten aus, um die Anführer der Draktyr zu eliminieren. Nicht wahr? Zu welchem Zweck? Ich weiß nicht, was diese Schöpfung war, aber alles, was Neltarions dunklen Plänen entstammt, sollte genauer untersucht werden. Und hier haben wir tatsächlich jetzt eine Weltquest. Technoseen, das Geheimnis der Drachenschädelinsel. Holt die Gegenstände zurück. Das ist aber jetzt... Ah ja, das sieht man hier jetzt, ne? Das Icon. Das ist aber jetzt die ganze Insel. Oh, das ist bloß wieder die Höhle, oder? So, dann müssen wir die Brille selber aufziehen. Die könnten wir uns eigentlich in die Quickbar legen. Irgendwie, irgendwo. Machen wir mal hier. Und dann zieht man die auf. Und sucht. So. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn man dann schon sehen würde, ob man in die richtige Richtung läuft. Aber ich denke mal, das ist jetzt genau die gleiche Aufgabe wieder hier in der Höhle, oder? Kann das auch woanders sein? Weil der Bereich ist ja ziemlich groß jetzt eingezeichnet gewesen, größer als bei der Quest. Ich schaue einfach mal und berichte euch dann. Weil wenn das jetzt genau die gleiche Aufgabe ist, die wir schon gemacht haben, dann ist es ja langweilig, wenn ihr das nochmal anschauen müsst. Ich laufe einfach mal hier noch runter durch. Für den Erdrichter! Also hier ist tatsächlich was bei dem, aber es ist ein anderer Gegenstand.
Schaut mal, das letzte Mal haben wir hier, glaube ich, das Fernrohr gefunden und jetzt finden wir eine Fiole. Das ist also was anderes. Und jetzt kriegen wir den Hinweis, wo es weitergeht. Da habe ich bis jetzt auch noch nie so richtig drauf geachtet. Guck mal, da liegt nämlich jetzt noch was. Eine Schaufel. Wenn man es aufhebt, kriegt man einen Tipp, wo man weitersuchen muss. Kann das sein? Nö, jetzt nicht. Ich glaube, das war nur... War das jetzt nur, weil das... Doch! Okay. Da liegt was. Tatsächlich. Kann man da verschiedene Dinge finden? Glaubt ihr, Schuppenkommandanten haben das genommen, um sich zu stärken oder Visionen zu erhalten? Das weiß ich nicht, liebe Zenata. Ihr habt ein weiteres Geheimnis aus den Klauen der Vergangenheit befreit. Gut gemacht. Stimmt, sie hat uns doch vorhin auch noch reingequatscht, weil die Weltquest halt sofort aktiv geworden ist. Was hat sie denn da gelabert? Da sieht man ja gar nicht die Anfangsgequatsche. Das sieht man hier gar nicht. Oder ist das das? Natalia schickt Agenten aus. Nö, das ist das von unserer Quest. Okay. Ach, sonst guckt es euch einfach nochmal an und ignoriert mein Gelaber und dann könnt ihr nochmal anhören, was sie gesprochen hat. Ich denke aber, dass in der ganzen Höhle noch mehr rumliegt. Also nicht nur genau das, was wir gefunden haben, sondern man kann hier halt rumlaufen und findet dann halt Sachen. Könnte ich mir vorstellen, weil die jetzt so nah beieinander lagen. Weil, wenn hier jetzt mehrere Leute die Weltquest machen, ist das ja doof, wenn man sich dann um diese drei, wenn es nur drei wären, drei Dinge streitet. Jo, dann gehen wir doch jetzt mal in die Zaralek-Höhle und schauen, wo da die Spots sind, wo eine Weekly sein kann. Oder nein, keine Weekly. Eine Weltquest, das muss man schon richtig sagen, denn eine Weltquest dauert ja nicht eine ganze Woche, sondern in der Regel 3,5 Tage. Okay, wir treffen uns dann wieder in der Zaralek-Höhle.